Na, Gucci, Gucci, Gucci. Also er bettelt ja förmlich danach, dass wir seine Mission angehen. Das werden wir. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light. Das war, glaube ich, der Herr Snowberg. Und zwar Erwin oder Irwin? Ich glaube Irwin. Ja. Crane, du bist doch Kyle Crane, oder? Ja. Ja. Irwin Snowberg, Regisseur der Serie Ausgeweidet, das Zombie-Schlachtfest. Nein. Aber die Produktionskosten sind ein Problem. Kennen wir alles schon. Dann noch und darum bist du in Harran. Eine einzige Tragödie, klar. Jetzt brauche ich nur noch... So, also wir werden die Mission für ihn jetzt angehen. Mussten wir die nochmal aufnehmen. Die Quarantänezone haben wir doch schon erkundet. Ah, oh, wir müssen dann nochmal hin, oder wie? Also nochmal kurz zusammengefasst, wer das eben wieder vergessen hat. Er will einen Film machen, ist dafür extra nach Harran gekommen, weil er eben Zombie-Zeug, also Körperteile für Schminke und sowas relativ teuer ist, einfach einzusammeln. Und wir sollten eigentlich mit einer Shotgun, ja hier ist das schon, das ist das also nicht die Mission, die da hinten schon angezeigt wird. Und wir müssen für ihn einfach auf Suche gehen nach passendem Zeug. Ja, das war mal kurz zusammengefasst und wir... Und Action! Und wir gehen das Ganze jetzt an. Schwierigkeit Mittel und es gibt ein paar Punkte. Töten sie innerhalb der Frist. Jetzt wird es gerade Nacht. 40 Infizierte mit dieser Spezialwaffe. Na komm, machen wir. Oh. Ah, Herausforderung in dem Sinne. Okay. Unendlich Schuss oder 1000 minus 1. Ja, unendlich Schuss. So, 5 von 40. Da hinten war ein Spratzer, so ein Explodierhans. Und hier scheint zumindest keine Agro-Viecher zu kommen. Da, auf den müssen wir achten. Hier scheinen zumindest keine Albträume zu kommen, auch wenn wir gerade Nacht haben, obwohl... Ne, auf der Karte sehe ich noch keinen, aber ich will das Ganze hier mal angehen. Also 90 Sekunden haben wir noch. Nein! Oh, 5 HP, das war einfach wieder mal zu etwas zu forsch. Ich gebe mir uns gleich noch ein Medkit. Agrophie, Spezialwaffe. Ja, was macht die Waffe so spezial? Kann ich das mal kurz nachschauen? Nee, wir haben die zwar in der Hand, aber wir haben die nicht im Inventar. Hinter uns sind noch ganz viele Zombies. Da sollten wir mal hin, denn die Shotgun, die macht ja vor allen Dingen eben auf der Fläche richtig viel. Schaden. Erfolg. War das wieder so ein Explodierhans? Ich gehe mal hier hoch. Dann können wir die einfach besser erledigen. Ich will wieder jemanden hochklettern. Da. 15 Stück noch. Jetzt kommt doch ein Albtraum an. Weil wir gerade in der Nacht sind, schätze ich mal, oder? Ja, die Spezialwaffe macht die Viecher aber auch kaputt. Super. 9 jetzt noch. Ich denke, neben uns steht noch einer, aber nee, ist nicht. Ja, schaffen wir das noch? Ich bin gerade etwas verhalten gewesen, weil ich einfach um mich schaue, ob hier gerade noch welche sind. Das zählt jetzt bestimmt nicht. Oh, da war was zum Explodieren. Stufe 3 mittlerweile bei Albträumen. 13 Sekunden und mir fehlen etwas die Zombies. Ich gehe nochmal runter. Hier stehen noch ganz viele. Komm, ein noch, 6 Sekunden. Nein, grabbel uns nicht an, ich muss schießen. Alles gewonnen, okay. Meine Güte, das war das eindrucksvollste Spektakel sinnlosen Abschlachtens, das ich jemals gesehen habe. Du bist ein wahrer Künstler. Wenn ich die nächste Szene vorbereitet habe, brauche ich dich wieder, okay? Hier ist dein Geld. Ach so, dann habe ich das also verpennt. Der brauchte uns gar nicht zum Zombie-Zeug beschaffen, sondern zum Leuteabschlachten. Stimmt, der hat ja gefragt, sind wir Kyle Crane? Okay, hätte ich mir das Ganze eben vielleicht auch nochmal anhören müssen. Aber jetzt können wir das nicht mehr machen. Wir haben es auf der letzten Sekunde noch geschafft. Das ist unser Versteck. Ja, wollen wir bei Nacht unterwegs sein? Das ist die Frage. Ich will ja an sich wieder Nebenmissionen machen, aber wir können ja mal bei Nacht was einsammeln und das dann einfach abgeben. Ist jetzt besser, als wenn wir irgendwo hingehen müssen und Zombies verprügeln müssen, weil dann kommen eben wieder die Albträume an und vielleicht überleben wir das eben nicht. Aber was ich jetzt machen werde, einfach mal austauschen, falls uns wirklich die schlimmen Albträume auf die Pelle rücken sollten. Gut, Duftkräuter. Ja, wo ist denn die Mission? Die ist die auf dem Blauen da hinten? Ach, keine Markierung. Wir müssen die einfach selbst irgendwann irgendwie finden, schätze ich mal. Also was muss es denn sein? Lavendel 8-mal.
Das hier, toxische Flechte, das sind Pilze, toxische Flechte, ein Platz eines Flüchters und das noch was anderes. Was ist denn das darunter? Na, will er uns gerade nicht verraten, was ist das hier eigentlich? Hineingehen? Ach so, Schnellreise, oder? Das war, glaube ich, die Schnellreise, die wir, glaube ich, jetzt freigeschaltet haben. Nein. Das ist auch was ganz anderes. Sind das noch alles Missionen? Herausforderung Psycho. Hineingehen. Pilze. Gemeine Pflanze. Ja, wo finden wir Lavendel? Reisleute wurden im Turm in der Nähe des... Aha. Was ist das? Osman, okay, Osman. Ding, der kommt mir auch schon bekannt vor. Ah, Lavendel, hier hinten. Gut. Markierung haben wir gesetzt, dann würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal dahin. Und das eben bei Nacht, wo es auch diese extra Punkte gibt. Dann werde ich aber ein paar Zombies abschlachten, weil es immerhin Nacht und dafür gibt es eben auch noch mehr Punkte. Schaut mal da drüben, wie die Punkteanzeige sich fröhlich füllt. Und die tanzen noch fröhlich ohne Kopf. Hi. Also Kopf abtreten gibt, glaube ich, 800 Punkte, oder? Na, ich will es jetzt aber auch nicht übertreiben, weil da ist schon wieder so ein Albtraum zu sehen. Da ist auch wieder einer. Ja, da hüpft er gerade rüber. Wir könnten ja auch diese Aufputschmittel wieder verwenden. Die waren ja gar nicht mal so übel. Werde ich auf jeden Fall machen. Also, habe ich die mitgenommen? Da hier, ein Aufputschmittel. Für die Granaten, weil die werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Aber halt. Da. Und rein damit. Und Lampe aus, ansonsten blendet das natürlich. Und die Albträume, ja, die sind uns jetzt natürlich auch noch markiert. Das war doch beim letzten Mal so, oder? Nee, dann müssen wir die doch erst wieder anpingen. Aber gut. Ja, die Nachtsicht ist echt praktisch. Und noch gar nicht mal so blöd umgesetzt. Also ich schätze mal, wir werden noch diese anderen Aufputschmittel verwenden. Aber eben alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir erstmal die Nachtsicht. Und ich werde es mir einfach mal wieder auf die Fahne schreiben, dass wir das eben für die nächsten Folgen noch angehen werden. Denn ja, die Story ist soweit durch. Ich habe noch Spaß am Spiel. Ihr, glaube ich, soweit auch mit dem Schauen. Und es gibt eben noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Die gehen wir einfach an. Und hier ist wieder einer. Der klettert gerade hoch. Und jetzt wieder runter. Der macht uns alles nach. Da ist auch wieder einer vor uns. Komme ich hier vorbei? Ja. Unsere Nachtsicht ist weg. Weiter geht's. Also Pflanzen haben wir ja mittlerweile echt mehr als genug gesammelt. Die müssen wir jetzt einfach bloß mal verwenden. Am Rand entlang. Der ist da unten, deswegen gehen wir mal hinter ihm entlang. Und rüber. Jawohl. Oh oh. Ach, ist ein Stinker. Ich dachte schon, es wäre wieder ein Albtraum oder so, den ich übersehen habe. Aber gut. Puh, hier unten sind nämlich welche und unser Aufputschmittel ist gleich wieder weg. Hier ist niemand, aber schaffen wir das ohne Schaden? Das Problem ist, der ist direkt da unten, deswegen will ich mich hier nicht abrollen. So, stehst du auf? Nee, du bist schon hinüber. Das ist keine Kiste gewesen, okay. Nimm. Da ist nämlich schon wieder der nächste hier unten. Da hinten aber. Und da wäre auch wieder einer, deswegen will ich hier eigentlich nicht wirklich runterspringen. Wobei ich der Meinung bin, dass Kyle das... Jetzt sage ich auch Kyle. Dass Crane das überleben würde, ohne wirklich Schaden zu nehmen. Nein. So, hab ich das auch mal wieder verwendet. Aber diesmal eben bewusst. Aber wir haben es auch so geschafft. Nein. Wir müssen auf jeden Fall noch nach links und ein guter halber Kilometer ist das noch. Wo ist der andere? Okay, der ist rechts von uns. Also als ich damals, bevor Dying Light herauskam, in Trailern gesehen habe, wie aggressiv die Nacht ist, die sind glaube ich hier irgendwo lang gerannt und die ganzen Albträume ein hinterher und die waren so übermächtig und diese Hektik, weil dann eben auch noch diese schöne Sicht hier war,
die hier. Oh Gott, was mache ich denn? Das war die Autofalle, die wollte ich ja gar nicht. Hat zwar ein paar erledigt, aber die wollte ich ja gerade gar nicht verwenden. Ich wollte eigentlich nach hinten schauen und wir standen gerade neben einem Typen. Und ich bin auf die V-Taste anstatt auf die B-Taste gekommen. Fatin hier! Hör auf, die Läuse aus deinem Pelz zu pulen und komm sofort her! War also das simpel genug? Ich mag die beiden ja nicht. Aber du kannst den Sprechknopf loslassen. Wer hat dir überhaupt erlaubt, mein Funkgerät zu benutzen? Derjenige, der dir erlaubt hat, mein Sandwich zu essen. Du solltest für uns beide kochen. Bereite dir selbst was zu, du Wikipedia-Gelehrter. Also an sich mag ich dir nicht, Hardware. Na, die werden wir schon verfolgen, aber nicht jetzt. Wir wollen erstmal Lavendel einsammeln, weil wir gerade Nacht haben und da finde ich Sammelmissionen besser als irgendwelche Abschlachtmissionen. Und wenn wir die, glaube ich, bei denen machen, läuft das zwangsweise darauf hinaus. So, Baklava wieder. Gibt's ja übrigens wirklich. Baklava, Halva und der ganze Spaß. Sagt Wikipedia. Ja, da hinten ist noch einer. Da können wir jetzt raus. Und man muss sich hier wirklich Zeit lassen beim Klettern und dergleichen. Weil das habe ich wirklich gemerkt. Wenn man wirklich das Ganze sachte angeht, dann kommt man hier auch sehr gut, ohne irgendwie wo hängen zu bleiben, durch die Spielwelt. Bin ja ab und zu mal etwas hektisch hier zu Werke. Hier wäre wieder eine Sicherheitszone, aber der Typ mit seinem Bimbus ist hier wieder. Frechheit. Aber wir wollen ja bloß hier vorbei. Und abrollen. Jo. Und da unten ist wieder einer. Um genau zu sein, da. Uns läuft was hinterher. Hoppa. Abgefedert. Ja, das klappt mittlerweile alles deutlich besser. Auch wenn ich nicht heimisch geübt habe, muss ich sagen. Habe ich nicht. So, wir haben etwas Lärm gemacht. Deswegen haben die sich, glaube ich, umgedreht. Ich gehe mal hier in der Seite entlang. Sind wir wieder am Wasser? Oder ist noch einer? Wieder schnauft der Typ. Also nicht Crane, sondern dieser Albtraum. 220 Meter, da unten ist wieder einer, oder? Also rechts von uns ist einer, aber ich glaube da vorne, halb rechts auch. Ja, man schaut auch wirklich bei Nacht überwiegend auf die Karte oben. So mache ich das zumindest. Oder man pinkt die ganze Zeit und schaut eben danach, was uns da einfach wirklich orange sichtbar markiert wird. Direkt in der Spielwelt. So, Küchenkram und Trockenobst. Ne, Burger wieder. Ein Burger. Ein Stromkabel. Und Halver. Und eine Schnur. Ein paar Turnschuhe. Aber die dürfen wir nicht mitnehmen. Dann gehe ich mal wieder hier hoch, weil ich habe immer gerne die Übersicht. Oder ich gehe doch eben gerne über die Dächer. Vor allen Dingen, weil eben auch das Klettern so viel Spaß macht. Das ist wieder mal so ein Grund, warum ich dann eben doch gerne mal irgendwo oben lang gehe. Schaut mal, wie toll das geht. So, abfedern. Au, gegen die Palme gerollt. Hier gibt es noch gemeine Pflanzen, die nehmen wir noch mit. Wenn die uns sich gerade in den Weg stellen, es wird wieder Tag. Ja, Nacht überlebt und soweit, glaube ich, unbemerkt, oder? Die Herausforderung zählt auch wohl nicht, oder? Oder? Man kann das sogar deutlich früher drücken, bevor man eigentlich auf den Boden kommt. Nun gut, wir sind auf jeden Fall da. Und da gibt es Lavendel. Lila Lavendel. Nee, das waren Pilze. Hm. Lavendel nur da oben, oder wie? Kann ja sein. Wenn ich mal hier hochkommen würde. So, schnell noch bei Nacht ein paar Kletterpunkte sammeln. Das ist doch aber fahren hier, das ist doch kein Lavendel. Also ich bin auf jeden Fall in der richtigen Zone. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was es gab. Unbemerkt. Achso, ich muss da direkt hin, oder wie? Dann genau dahin. So viele Punkte. Toxische Flechte. Ich muss noch ein Stück hier rüber. Also an sich hier. Ist das Lavendel? Das sind wieder Pilze, aber Lavendel wächst doch nicht im Wasser. Ah, Lavendel, genau. Das sieht auch schon eher nach Lavendel aus. Gut. Tja, aber davon sollen wir jetzt ganze
mehrere Stück finden. Nummer 2. Da ist doch noch was Ledernes aus dem Pilz. Habe ich sogar ohne Anping gefunden. Das ist nochmal Lavendel. Lavendel, Lavendel, Lavendel. Lavendel. Auf der Insel vielleicht noch. Ist das auch so ein Platz? Ja, sieht so aus. Zumindest laut Karte. Dann gehen wir mal rüber. Vielleicht haben wir hier schon den Lavendelvorrat erschöpft. Kann ja sein. So, wir haben wieder Tag. Deswegen falle ich jetzt runter. Nein, das will ich nicht. So, ich wollte einfach die Lampe ausmachen. Lavendel. Sind das Bojen? Sieht so aus, dass wir da einfach nicht rausschwimmen können. Hier war noch was. Lavendel. So, wir kommen der ganzen Sache immer näher. Lavendel, Lavendel. Die Nacht werde ich von Lavendel träumen. Könnt ihr es überhaupt noch hören? Lavendel? Ah, Lavendel. Und wir haben genug Lavendel. Okay, dann bringen wir mal den Lavendel zu Taiga. Das war ja der unten, der vorm schwarzen Brett steht, oder? Beim Turm. Das müsste der gewesen sein. Können wir noch was anderes sammeln? Oder wir machen die Mission eben für Fatin und Tolga. Hardware hieß die ja. Ist auf jeden Fall in den Slums. Dann würde ich sagen, sammeln wir mal weiter Sachen für Tolga. Und das bringen wir einfach dann geschlossen zurück, als dass ich jetzt wirklich jedes Mal zurückrenne. Ach, 278 Meter ist ja gar nicht so weit weg. Ist ja praktisch. Ah, diesmal bloß abgefedert, nicht abgerollt. Dann gehen wir einfach mal an Land entlang. Und vielleicht sehen wir unterwegs Lavendel? Nein, Zombies, die wir wieder erwischen können mit unserer schönen Waffe. Und oben. Oh, ein schöner Turm, obwohl ist ja bloß das Gebäude dahin, wo wir ja schon drauf waren. Ich könnte mal wieder ein paar Aufputschmittel herstellen, zum Beispiel schneller rennen. Entwürfe. Aufputschmittel, Widerstand, Tempo. Dazu brauchen wir ganz viel toxische Flechte und eine gemeine Pflanze. Von denen haben wir wirklich schon genug. 5 Stück machen wir einfach mal und wir probieren es einfach mal aus. Sie wollen rennen, als hätten sie 6 zusätzliche Beine. Dann gönnen sie sich einen ordentlichen Schluck. Machen wir mal, also ins Inventar gegangen. Aufputschmittel ist schon ausgerüstet. Und dann nehmen wir es mal. So. Oh ja. Also wir haben ja anfänglich keine Schnellreise und wie man hier drüber springen kann, hätte man wirklich schon eher verwenden sollen. Boah, das ist ja genial. Mann, ist mir schon bei Far Cry 4 eben am Ende aufgefallen, dass ich die ganzen Spritzen erst doch zu spät verwendet habe. Die sind gar nicht so schlimm, das ist gar nicht wirklich gecheatet im Spiel. Das macht dennoch Spaß hier bei Far Cry 4 damals mit den Spritzen, wie gesagt. Und eben jetzt auch diese Aufputschmittel hier im Spiel. So, hier ist Muster noch am Tor. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Nee, wir wollen noch weiter rennen, solange wir noch können. Das nehme ich gleich zu Ende. Und da war's das. Abrollen? Jo. Auf der Treppe. Autsch. Oh, wir sind so weit. Oh Mann, das macht Spaß, Leute. Dieses Herumgerenne und Geklettere. Oh. Werkzeuge. Fatin und Tolga. Die zwei Chaoten, die ich an sich gar nicht mag, die aber... die sind nicht lustig. Freut mich, Sie wiederzusehen. Wie heißt er? Crane. Ein primitiver Name für ein primitives Gemüt. Sagt mir, was ihr wollt. Klebeband. Haben wir genug? Kabel. Haben wir genug? 10 Rollen Klebeband. Haben wir bestimmt. Nein, 10 Stromkabel. Klebeband. Kabel. Klebeband. Kabel. Klebeband. Schnitzel. Ihr braucht also beides. Exakt. Exakt. Dann wäre ja alles gesagt. So, husch an die Arbeit. Pah. Also 10-mal Klebeband können wir schon geben und 10-mal Stromkabel. Also wir hätten das schon und es gibt keinen Punkt, wo wir das speziell einsammeln können, so ein Klebeband- und Stromkabellager. Dazu müssten wir einfach wirklich unterwegs sein. Ja, für wie viel haben wir denn? Wollen wir was entbehren? Nimm.
Das war ja irgendwas mit Haken bei denen. Das war ja die Sache. Klebeband haben wir genug und was war's noch? Stromkabel? Die ganzen Elektromods haben wir noch nicht wirklich so oft benutzt. Und wo waren die Stromkabel? Sprühdose, Stromkabel 31. Ja, können wir beides entbehren, sage ich mir mal. Da. Und da. Und jetzt mit Holger reden. Mann. 10-mal Isolierband, 10 Kabel. Hast du gut gemacht, Äffchen. Du bist besser, als deine Anlagen es zulassen. Natürlich soll man auch immer mit Besseren spielen, um sich selbst zu verbessern. Ah, der Kontakt zu Tolga und mir hat deine Intelligenz signifikant verbessert. Im Gegenteil. Das heißt, wir freuen uns, dich zu sehen. Noch eine Aufgabe und wir sind fertig. Was gibt's denn? Jenseits der eingestürzten Brücke ist deine Militärbasis. Du brauchst ein Drahtseil, um hinzukommen. Mit der Intelligenz, die wir dir verliehen haben, suchst du nach einem mobilen Sonargerät für Militärzwecke. Bring es uns. Bring es uns. Mr. Dahl wird dich auch sehen wollen. Benutze also bitte Deo und versuche nicht allzu viel zu sabbern. Beeil dich, ja? Es ist nicht schön, dir zuzusehen. Setz du schon wieder Moos an. Beweg dich. Vielleicht bewegt er sich, wenn wir weggucken. Laut allgemeiner Relativitätstheorie ist alles in Bewegung. Mit Ausnahme von dir. Also echt. Ich mag die nicht, aber... Die ist mir total unsympathisch, aber... Man hat sich bei dem Spiel schon was dabei gedacht, diese Charaktere so zu machen, und das finde ich an sich nicht schlecht. Jafar hier. Wir haben eine Idee, wie man deinen Sprengstoff aufmotzen kann. Geil. Komm so bald wie möglich vorbei. Okay. Ich mach Freudensprünge. Geil, Sprengstoff verwenden, das klingt doch super. Das werden wir auf jeden Fall angehen und sogar als nächstes, weil das klingt sogar interessanter. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, sondern eben in der nächsten. Also Vorfreude ist da. Auch noch mehr Sprengstoff. Super. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.